Ja, willkommen zurück zu einem weiteren Unboxing-Video. Wieder mal ein Roller. Diesmal allerdings kümmern wir uns mal um die Kleinen. Die haben wir ja sträflich vernachlässigt in der letzten Zeit. Und man muss dazu sagen, dieser Kleine hier könnte sich zu einem Gepass-Klassiker entwickeln. Der ist wirklich, wirklich, das werdet ihr gleich sehen, der ist wirklich sehr, sehr geil. Das ist auch mein persönlicher Liebling, muss ich gestehen. Also ich bin ein wenig befangen bei der ganzen Nummer, weil er wirklich mega cool ist. Gut, dann kümmere ich mich heute um die Neutralität im Test. Das wird mir schwerfallen, muss ich ehrlich sagen. Ja, auch wenn es nur ein 50-Kubik-Roller ist. Aber das ist hier wirklich mein persönlicher Liebling. Warum? Das werdet ihr gleich sehen. Fangen wir an. Genug gelabert, wir fangen an. Wir sind fertig mit meinem kleinen süßen Liebling hier, ja, und vielleicht könnt ihr jetzt auch schon erkennen, warum ich ihn so sehr mag. Der ist nämlich kein Roller, wie er üblicherweise dasteht. Wir reden hier vom Agility Naked. Warum Naked? Wir haben hier keine Kanzel, sondern ein sehr kleines, dezentes, ja, Tachometer, Multifunktionsinstrument, wie auch immer, könnt ihr nennen, wie ihr wollt, mit wirklich nur den wichtigsten Informationen. Batterie haben wir jetzt leider noch nicht drin, Tacho und Tankanzeige, Uhrzeit, ein paar andere Funktionen auch noch. Und sehr schön, alles schön verchromt hier, das sieht wirklich mega geil aus. Die Kenner unter euch erkennen vielleicht schon, dass die Spiegel und auch die Lenker nicht original sind. Das ist unsere kleine Gepard Special Edition, denn original sind hier an den Lenkerenden solche Plastikstoppen verbaut. Sieht natürlich nicht so schön aus. Das Fahrzeug ist ja schwarz-orange. Deswegen dachten wir, ist das ganz nett, nice. Und nicht diese Stoppen hier. Ebenso die Spiegel. Die haben wir noch gar nicht ausgepackt. Schrauben wir auch bei diesem Modell hier gar nicht ran. Das sind so eine Elefantenohren. Sind halt Standardspiegel. Kann man keinen vorwerfen. Sind halt groß, man sieht gut. Aber passen natürlich nicht zu unserem kleinen süßen Blitzer. Das ist die 50 Kubik Klasse, 45 km/h, Höchstgeschwindigkeit. Aber ich kann euch sagen, Kümko nimmt es nicht ganz so genau mit den 45 km/h, der fährt ein bisschen schneller. So, Viertaktmotor, sehr laufruhig, sehr leise, langlebig. Dann eine sagen, oh, Viertakter, die Zweitakter, die waren doch alle viel spritziger. Ja, das stimmt schon grundsätzlich. Dieser Viertaktmotor hat aber noch einen Vergaser. Wie rückschrittlich, aber genau dieser Vergaser macht das kleine Moped hier wenigstens halbwegs spritzig, sodass es mit seinen 104 Kilo, was jetzt auch nicht allzu viel ist, tatsächlich wirklich sehr gut mit anderen Rollern, mit anderen Zweitaktrollern mithalten kann. Laufruhig, zuverlässig, spritzig und super witzig, muss man wirklich sagen. Das Fahrzeug ist wirklich sehr witzig zu fahren. Und ich mit meinen 1,90 sieht zwar etwas groß aus, aber auch ich kann halbwegs damit lenken. Zur Not kann man sich ja hinten draufsetzen. Und es ist wirklich ultra leicht und handlich, dieses Fahrzeug. Bremst gut, fährt gut. So, Spiegel einstellen, Safety first. Bremst gut, fährt gut und ultra sparsam. Keine 2 Liter Verbrauch, trotz des Vergasermotors. Und ein Sozius hat hinten auch noch Platz.
Dieses Fahrzeug bekommt ihr bei uns für 1990 Euro, so wie es hier steht. Spiegel und die Lenkerenden habt ihr alles schon mit bei. Und bis Ende Juli aber nur noch ein Jahr Versicherung gratis mit dazu, beziehungsweise jetzt ist er bloß noch ein Dreivierteljahr. Das bekommt ihr gratis mit dazu, wenn ihr den Roller haben wollt. Probefahrten sind jederzeit möglich. Einfach vorher anrufen wäre nicht schlecht. Dann stellen wir uns drauf ein. Und bei uns ist es so, bei der 50 Kubik-Klasse, ihr könnt mit dem Bus kommen und fahrt mit dem Roller los. Wir haben Helme da, wir haben Zubehör da und die Versicherungskennzeichen einfach vorher anrufen und in 10 Minuten, wenn es sein muss, seid ihr mobil. 1990 Euro und ihr habt ein super cooles, super witziges Fahrzeug. Ein Helmfach haben wir hier auch noch. Martin, guck mal her. Ein Helmfach, etwas Bordwerkzeug, eine Klappe für den Vergaser, wenn man da ran muss. Serienmäßig bei einer Hauptdüse, je nach Gebirgslage muss er mal ein bisschen fetter laufen, aber da braucht ihr euch nicht drum kümmern, das machen wir. Der Tank, 5 Liter Inhalt, mit 2 Liter Verbrauch kommt er da auch immer deutlich über 200 Kilometer. Und auch sehr schön, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera so sieht. Ah doch, sieht man. Die Rückleuchten, hier ist keine Folie drüber. Und auch der Scheinwerfer vorne sind so blau lasiert, kann man sagen. Und das sieht wirklich mega cool aus. Vorne genauso, sieht man das? Ja, ich denke schon. Das Fahrzeug ist matt schwarz und orange lackiert und die Felgen natürlich auch. Vorne haben wir eine Scheibenbremse, hinten haben wir üblicherweise eine Trommelbremse in der 50 Kubikklasse, mehr braucht man da auch nicht. Batterie ist hier unten im Fahrzeugboden, was dann halt auch den Schwerpunkt etwa senkt. Und vorne schöne kleine zierliche LED-Blinker. Eigentlich oder uneigentlich wirklich ein super Einstiegsfahrzeug, gerade für Jugendliche. Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Super schön, ihr könnt ja mal eure Kommentare da zu unten drunter hinterlassen oder auch mal ein Like setzen, was ihr von dem Fahrzeug hält, gerade mit dem Spiegeln. Wir denken, es ist wirklich sehr gelungen, mega cool, preiswert und in der üblichen Kymco-Qualität, langlebig, zuverlässig und sparsam. So viel dazu. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Genau. Und wünschen noch viel Spaß. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.